Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Mod-Test. Heute habe ich mir mal hier diesen wunderschönen Bobcat S160 rausgesucht. Kennt man vielleicht von Baustellen. Auf dem Bauernhof würde ich sagen, ist der eher ein bisschen nicht so stark verbreitet, aber insgesamt doch eine schicke Sache, wie ich finde. Hier hat man natürlich keine Einlenkung, man lenkt ja natürlich über diese Räder quasi. Auf alle Fälle gewöhnungsbedürftig, was ich toll finde, wenn man, kann ich ja nochmal zeigen, wenn man ein- und aussteigt, da wird dieser Bügel, also dieser Sicherheitsbügel, dass man da nicht vorne rausfällt, auf alle Fälle betätigt, das ist schon mal toll. Dass jetzt hier beispielsweise diese Hebel da nicht betätigt werden, das ist ein bisschen schade, wir können es ja hier mal reinsetzen. Alle Fälle eine schicke Sache. Das ist hier laut der wunderschönen Tabelle hier ein Ballenspieß. Und ich würde dann mal sagen, ich tue einfach mal den Ballenspieß ausprobieren, weil das andere, das kennt man ja schon so ein bisschen, kostet eigentlich mit 21.000 Euro so gut wie nichts. Ist relativ klein, ja klar, kostet aber dafür auch relativ wenig. Und wenn man da beispielsweise bloß ein paar Ballen bei seinen Weiden quasi zum Umsetzen benötigt oder das Ganze zum Umsetzen benötigt, ist Ganze auf alle Fälle gut. Man kann hier aber leider nichts dranhängen. Das ist ein bisschen Manko, wobei aber an das Gerät ich ehrlich gesagt auch nichts dranhängen wollte. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal zu den Ballen und melde mich da mal zurück. So, ich bin jetzt hier einfach mal vor so einen Spieß gefahren, aber irgendwie will der nicht so richtig funktionieren. Der taucht zwar ein, aber irgendwie sieht dieser Spieß diesen Ballen nicht so an. Es wäre ein Ballen, also komische Sache. Will zumindest nichts aufspießen. Ich kann hier ganz normal rein und rausfahren, auch so schräg, wo normalerweise dann der Ballen wegspringt und so. Also, naja. Der scheint anscheinend nicht ganz ausgereift zu sein, aber insgesamt finde ich doch diesen Bucket ziemlich lustig. Kann ich nur weiterempfehlen. Mir hat allein schon diese Fahrt, auch wenn es nur 20 Kilometer pro Stunde schafft, das Gefährt macht richtig Spaß, muss ich sagen. Hier kann man natürlich auch so wirklich 100, ja, eigentlich ohne irgendeinen Radius hier um die eigene Achse fahren, was allein schon richtig awesome ist, was einfach von der Konstruktion des Buckheads herrührt. Und von daher, so zum Spaß haben ist es auf alle Fälle gut, dass der Spielset nicht funktioniert, ist ein kleines Manko. Aber man kann ja damit auch beispielsweise Mist herumkutschieren. Und insgesamt finde ich das doch ziemlich lustig. Und mein Segen hat das Teil, weil es natürlich auch richtig, richtig geil aussieht. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.